kennen Sie den Ursprung von Erfolg und Nicht-Erfolg? Ich rede vom Ursprung. Was ist so, was macht der Erfolgreiche erfolgreich und was ist der Grund, warum die Masse der Menschen, ich rede von 90-95%, niemals erfolgreich werden? Was denken Sie? Viele sagen mir, ja, Einstellung, ja, gehört auch dazu, aber es ist nicht der Ursprung. Oder fleißig sein, ja, das ist auch klar, aber das ist nicht der Ursprung. Dann sagen wir, Ziele haben, ja, das stimmt, das ist keine Frage, aber es ist nicht der Ursprung. Oder viele sagen dann, man muss eine Geschäftsidee haben, ja, das gehört auch dazu, klar, aber ist nicht das Wichtigste. Dann ist nicht der Ursprung. Manche fragen, man muss Startkapital haben, ja klar, muss man auch vielleicht haben, aber es ist nicht der Ursprung. Was ist der Ursprung? Der Ursprung will ich jetzt wissen. Ich zeige es Ihnen jetzt. Und zwar, ich nenne sie Lifebox, Lebensbox. In dieser Box leben wir alle. Jeder hat seine Lifebox. In dieser Box ist, das ist die Komfortzone. Das ist die Komfortzone hier, ne? Der Komfortzone, da leben wir unsere Gewohnheiten. Gewohnheitszone kann man auch sagen, es gibt mehrere Wörter. Da fühlen sie sich sicher. Man kann auch sagen Sicherheitszone, ne? Beispiel, Sie sind jetzt ein normaler Arbeitnehmer, arbeiten in einer Fabrik oder in einer Firma halt, was ich wie, als Angestellter oder als Handwerker. Sie sind in Ihrem, arbeiten halt schon 10 Jahre, Sie sind in Ihrem Bereich der Fachmann. Da macht Ihnen keiner was vor. Alles klar, Sicherheit. Sie haben ein Privatleben, was Sie auch schon letztendlich 10, 20 Jahre schon gut leben, mit Ihrer Partnerin oder vielleicht das Single, keine Ahnung, leben Sie auch in Ihrer Komfortzone, fühlen sich sicher. Sie haben Ihr Freundeskreis, Ihr Leben, alles klar, alles sicher, sicher, sicher. Ihr Vereinsleben, Ihr Privatleben oder Ihr Fitnessstudio, was Sie halt so haben, Ihr Leben, das ist Ihre Komfortzone, da fühlen Sie sich sicher. Sie kommen ins Fitnessstudio rein, alle kennen, alles klar, toll. Sie sind sich sicher, das ist Ihr Leben, Ihre Lifebox. Frage. Ist in dieser Lebensbox Wachstum möglich? Ich betone nochmal. Ist in dieser Box, in Ihrem Leben, in Ihrer Gewohnheitszone Wachstum möglich? Jetzt kommt die Antwort. Nein. Definitiv nicht. Ich nenne auch diese Grenze hier, ich mache es mal ganz dick, diese Grenze, die nenne ich auch Angstzone. Und jetzt kommt der Grund, warum 90-95% der Menschen nicht erfolgreich werden. Egal, was ich anpacke. Viele fangen ja irgendwas an. Oh, das hat nicht geklappt. Oh. So. Erfolgreiche Menschen nehmen die Angstzone als Motivationszone, um wachsen zu können. Erfolglose Menschen haben Angst vor der Angstzone und trauen sich nicht, neue Dinge zu probieren. Oder man hat schon was probiert, hat sich schon mal selbstständig gemacht, nebenberuflich, irgendwie so mal, hat nicht gleich geklappt, hat aufgegeben, hat schon mal Geld verloren, irgendwie, wie das Kind, was die heiße Herdplatte nicht mehr berühren soll, ne? Hat man quasi außerhalb schon was probiert, man ist schon mal rausgegangen, ne? Hat sich die Herdplatte hier angebrannt oder irgendwie, oh nein, ist nichts für mich, ne? Und bleibt da drin. Und erfolgreiche Menschen, denn da passiert es genauso, aber die geben nicht auf. Die sagen, ich muss wachsen, ich muss wachsen, ich muss wachsen, ich muss wachsen. Und wenn ich mir mal die Finger verbrenne, da hole ich ein Pflaster
Und weiter geht's. Ich gebe nicht auf. Das sind der Grund, warum es Erfolgreiche gibt und warum es Menschen gibt, die letztendlich nicht weiterkommen. Es liegt an der Angstzone. Angstzone ist Wachstumszone. Angstzone ist Motivationszone, wachsen zu können. Wer Angst vor der Angstzone hat, ist gefangen in seinem Käfig. Und meine, und das meine ich wirklich, wirklich von Leidenschaft, von Herzen, einer meiner wichtigsten Schulungsbereiche, wo ich mache, ist das Thema, Menschen die Angst zu nehmen, sich so zu motivieren und sagen, ja, ich traue mich raus. Und wenn ich mir die Finger anhaue und wenn ich mir auf den Finger haue, dann hole ich einen Pflaster und fertig und weiter geht's. Ich gebe nicht auf, weil da draußen, da scheint nämlich auch die Sonne. Und das mache ich schon seit 20 Jahren. Und mein Hobby, meine Leidenschaft, ein Hobby, Leidenschaft, nennen Sie, wie Sie wollen, das ist wirklich so, diese Angstzone immer durchwinden. Also ich habe einfach Bock drauf, zu wachsen. Die Welt ist so groß, die Welt bietet so viele Möglichkeiten. Und ich habe einfach Lust, diese Möglichkeiten zu erleben. Ich will sie nicht von irgendwelchen Sendungen im Fernsehen sehen, von Geissens oder wie sie alle heißen. Ich will Geissens selber erleben, also Geissens selber erleben. Ich will auch das schöne Leben leben. Ich will auch diese Möglichkeiten selber leben, was das Leben einfach gibt. Und das ist halt nur außerhalb der Komfortzone. Das Thema von mir und alles, was ich kann, ist duplizierbar. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin auch normaler Industriemechaniker gewesen. Ich war auch in der Box drin, keine Frage. Und ich kenne die Ängste dieser Box. Ich habe die alle selber durchlebt. Und alle Erfolgreiche, reden sind erfolgreiche Menschen. Alle werden ihnen die Ängste erklären von Anfang an, wie sie aber dann die Ängste überwunden haben, indem sie es tun und wie sie irgendwann mal keine Angst mehr gehabt haben vor der Angst. Danke.